Moin, moin. Einfach weil sich im letzten Video so viele darüber aufgeregt haben, dass ich einfach nur gelabert habe und da halt einfach kein Bild war. Also, ob ich mir meine Videos selber nicht anschauen würde und so und was das denn für ein Scheiß ist und einfach, ob man diese 30 Sekunden schwarzes Bild nicht einfach rausschneiden kann. Ups. Ja, also einfach um diesen Leuten nochmal auf den Sack zu gehen, mache ich es jetzt einfach nochmal. Jetzt ist Maisernte angesagt, so wie es im Titel steht. Viel Spaß beim Video. Leute, es geht los. Maisfahren. Mit dem Hakenlift. So, ich mache das hier mal hell und hole den Bock mal raus, dass man hier mal was sieht. So, da sind wir. Das war eingespannt. Die 24, wir alle kennen ihn. Und dazu den Dreiachser Top-Lift-Steier, Hakenlift. Ne, ich habe gerade den Oberlenker abgebaut hier, das Ding hier noch angemacht, weil wir nachher Fördermais oder heute Abend Fördermais-Container umsatteln müssen. Also, ja, wir haben den Hakenlift nicht gekauft, sondern gemietet jetzt für die kalten Wintermonate und so, weil wir Körnermais trocknen wollen und damit wir halt immer die Container an unseren Trocknungsstationen umsatteln können, weil sie jetzt den Haken gemietet. Plus diese Agrobox, mit der wir dann Mais fahren. So, die Agrobox ist ziemlich geil, die hat oben Netz, hinten hinter dem Hakenlift habe ich 6 doppelwirkende Steuergeräte, mit denen ich halt das Netz oben bewegen kann und halt die Klappe aufmachen kann und kippen tue ich dann über Zapfwelle. Und damit in der Fernbedienung. Kann ich euch mal zeigen. Hier, das hier ist die Fernbedienung. Und ja, dann habe ich 2 Ebenen. Start 1 muss ich gleichzeitig drücken auf die erste Ebene. Und wenn ich Start 2 drücke, habe ich die zweite Ebene. Ne, und dann halt erste Ebene 1 bis 14 und zweite Ebene 15 bis 28. Ne, hier ist die Liste mit allen Sachen. Auf meinem Lehrhof damals hatte ich den gleichen Hakenlift, also halt ein bisschen älter, ne, das Modell, aber ansonsten von der Bedienung her 1 zu 1 das gleiche, deswegen kannte ich die Funktion von der Fernbedienung noch ungefähr, aber alle auch nicht. Deswegen habe ich mir die Liste hier hingelegt, damit ich weiß, welchen Knopf ich drücken muss. So, wir haben es jetzt 6:30, Viertel vor 7 wollen wir uns auf der Biogasanlage treffen. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg dahin und dann kommt gleich der Lohner mit 2 Häckslern. Ja, vorne, hinten hinter der Mauer, da steht der erste Häcksler und ein Wagen. Und hier auf der Siloplatte gleich um die Ecke, Sekunde, steht auch schon der Serion zum Walzen. Und dahin steht Timmy mit seinem Wagen. Ja, also kommt gleich ein zweiter Häcksler, ein größerer kommt noch. Gut, da steht der Serion. Und dann fahren wir in 2 Kolonnen. Eine ist hier immer an der Anlage, macht hier die nahen Flächen und der große Häcksler, der macht die weiten Flächen. Ja, ich bin in der kleineren Kolonne hier am Haus eingeteilt, so weiß, weil ich hier die Flächen kenne und so und kann ich ein bisschen gucken und ja, kümmere mich halt so um die Flächen. Ne? Also, dass wir die richtigen hier fahren. So, ich stelle mich jetzt hier einmal so hin, passend, damit ich irgendwie verschwinden kann. So, niemand im Weg steht. Und dann geht das nachher richtig ab. So, Leute, es geht los. Ich bin natürlich der Erste, der ran darf. Ihr braucht es gleich beim Anhäckseln. Aber komme ich nicht drum rum, ist halt so. Thank you.
der zweite Häcksler. Der zweite Häcksler ist übrigens ein 99. Wir fahren hier mit dem 89. Akkubläse zu Hause vergessen, fällt mir gerade ein. Da kann ich meinen Trecker jetzt gar nicht abrufen. Vorne fährt 89, habe ich aber glaube ich eben schon gesagt. Und ja, ich habe jetzt hier meine erste Tour schon weggebracht. Trecker sieht auch schon entsprechend aus. Ich habe mein Makita Akkugebläse zu Hause vergessen. Muss ich Fatih nachher schreiben, dass er mir das nochmal mitbringt. Ja. Ja, und jetzt ist hier halt erstmal anhäckseln und dann gleich auf der Anlage wieder abladen. Wir sind hier direkt neben der Anlage am Haus. Ne? Da hinter der Maisfläche, hinter den Bäumen, da ist die Biogasanlage. Und ja, so sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall aus. Ne? Erstmal schön anhäckseln hier. Den Tabak, aber hier geht's ja eigentlich schon irgendwie noch so ein bisschen. Ne? Moin, moin. Aber ja. Mal gucken, was er denn gibt. Ich melde mich später mal, wenn das hier ein bisschen vorwärts geht und spannend wird. So, ich bin jetzt wieder auf der Anlage. Zweiter Serium zum Walzen ist mittlerweile auch da. Also das kann hier richtig vorwärts gehen gleich. Ich habe ja, mein Hagenlift halt voll. Das Ding ist. Der meiste wiegt halt nichts. So, ne, hier sieht so sieht's aus. Am besten hier, da wo wir sind. Also zwei Serien da. Oder hier eine Runde fahren. Ah ja, ich muss mich jetzt mal beim Abladen einmal konzentrieren. So, Vater hat mir mein Gebläse gebracht. Na, da lichtet. Ja, und die Karre sieht halt auch entsprechend aus, weil ich hier halt um die Anlage diese ganzen 0,37 und so weiter Stücke anhäckseln muss. Ne? Wir sind halt nur mit zwei Wagen und dann hat man halt immer das große Los im Zoo. So ist das halt einfach. Jetzt warte ich gerade darauf, was ich hier abladen kann. Dann mache ich die Kamera da hinten da mal an meinen Oberlenkerhalter daran. Und dann filme ich das Ganze mal. Also so ein bisschen.
Lademanöver. Also man hat jetzt also, ihr habt da ja nicht viel gesehen, aber viel mehr sehe ich von hier oben auch nicht aus der Kabine. So, ah, mein Häcksler steht. Und der Wagen daneben. Wieso? Ah. Wir sind übrigens 2-12-Reiher, ne? So weiß ich, hab ich das gesagt. Nee, warte mal. Auf dem Funk ist auch irgendwas los. Meine Kamera verabschiedet sich. Hallo. Ich weiß gar nicht wieso. Ah doch, jetzt geht's wieder. Ah, naja. Merkwürdig. Daneben. Ja. Ja, da steht mein Häcksler. Das geht ja alles rauf. Aber ich nutze gerade mal die Gunst der Stunde. Wobei, wenn er da jetzt, ich muss gleich wieder anhäckseln. Ja, dann warte ich die nächste Fläche noch ab. Ich habe ja jetzt mein wildes Makita-Gerät da und dann, dann will ich ja gleich mal abhusten, ne? Dass der ganze Mais-Schnipsel-Dings hier mal vom Dings runterkommt. Der Wagen sieht ja auch entsprechend aus, da auch einmal dran lang gehen, weil wenn wir nachher über die große Straße fahren, jetzt hier am Haus jetzt mal, so eine Anlage, da müssen wir nur eben da quer durch, da über den Hof und so. Aber weißt du, dann machen wir die Straßen hinterher nicht so dreckig. Deswegen ist es wichtig, dann immer sauber zu pusten. Ich weiß gar nicht, was er hat, aber er hat sich zugekaut da vorne irgendwie. Ah ja. Es ist, wie es ist. Ah, und ich darf wieder anhäckseln. Mal kurz die Straße gesperrt hier. Dieses Glasgewölbe braucht ganz schön lange, bis das geklappt hat. Aber auf jeden Fall geht das jetzt gleich los hier. Ich habe meine Knickdachse schon ganz unten. Und gleich, wenn ich hier mit anhäckseln fertig bin, dann puste ich die Kabel erst einmal sauber, dass ich den ganzen Mais nicht auf der Straße verteile. Ist, glaube ich, besser. Die Kehrmaschine und das hat weg. Mal so Blinky aus, das gibt mir nämlich auch in Nerven. Aber es wird hier angehäckselt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, und jetzt kommt da ein bisschen Feenstaub von oben runter gerieselt. Das wird gleich mehr Ecken, wird das noch mehr. Und dann wisst ihr, warum mein Trecker so aussieht, wie er aussieht. Aber das ist ja ganz normal, ist das. Ne? Ja, so sieht das hier auf jeden Fall aus. Und ja. So, was man hier jetzt sehr schön sieht, wir müssen ja jetzt 10 Meter Abstand halten bei Pflanzenschutzmaßnahmen von Gräben. Und hier steht halt die Melde genauso hoch wie der Mais. Also hier, wenn man jetzt hier nochmal runter guckt, ist alles grün, das ist alles Unkraut. Das ist so ein 10 Meter Streifen, den man nicht spritzen darf. Außer man sät hier jetzt 5 Meter Begrünung oder ich glaube, das wird sogar gekürzt auf 3 Meter jetzt. Dann darfst du an die Begrünung ganz ran spritzen. Also... Wie man das jetzt vernünftig begründen will, das weiß ich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall jetzt Vorschrift. Das müssen wir halt alle einhalten, ne? Und das sieht dann halt so am Ende aus. Das sind natürlich derbe Ertragseinbußen. Man sieht, wie klein hier der Mais steht. Wenn man hier mal einen Schwenk nach da mache, der ist da fast doppelt so groß, ne? Und hier, du siehst, wie der Häcksler sich das ganze Unkraut, die ganze Melde damit reinzieht. Ja, aber... Wir haben ja unsere großen Denker und Lenker da in Berlin. Die wissen schon, was sie tun. Landwirte haben keine Ahnung von Landwirtschaft. Die da oben, die wissen es. Die wissen, wie es geht. So Leute, wir haben es gleich 18 Uhr, 17.50 Uhr. Und mir ist gerade was passiert. Ich stand eben an der Kreuzung und auf der Ecke war ein Busch.
Und da konntest du ein bisschen schlecht sehen. Und dann kam da einer in seinem weißen Bulli an, ohne Licht. Und ich hatte das dann zu spät gesehen. Hab geguckt, kam nichts, hab nach rechts geguckt, bin dann losgefahren und dann kam er mit seinem Auto hinterm Busch weg. Ne? Und ich hab dann halt einfach durchgezogen und er musste. Also ich habe ihm die Vorfahrt genommen so und er musste bremsen. Ne? Aber es war jetzt nicht so, dass er Vollbremsung machen musste und es irgendwie zum beinahe Zusammenstoß kam, sondern es war halt, also war noch locker easy, also er hatte genug Platz. So, ne? Ich meine, er wäre im Recht gewesen so, ne? Aber ne, ich mich dann so mit Handzeichen entschuldigt, yo, sorry, und er zeigt mir einfach so volle Pulle den Mittelfinger. Ne? Ich meine, mit Hupen und so oder mit einem bösen Blick wäre ich klargekommen, aber weißt du, mit dem Mittelfinger zeigen, also das fand ich jetzt ein bisschen drüber. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Also ich meine, ich weiß, ich war schuld. Ne, aber ich hab's halt einfach, er hatte kein Licht an und ich hab's hinterm Busch halt echt zu spät gesehen. Aber so ist er dann manchmal, ne, wenn Leute ihre Büsche nicht im Griff haben. Ich komme auf die Fläche 9. Ja, naja, ich will die jetzt wieder abladen und dann, ja, die Fläche, die ist ja die übersetzt, Hexel, die ist ein bisschen größer und ich denke mal, danach ist dann Feierabend mit Hexel und ich muss dann erstmal einen Trocknungscontainer umsetzen. Also meine Mülleimer absatteln, Trocknungscontainer umsetzen, dann, keine Ahnung, vorher oder nachher Trecker waschen und ja, oder morgen früh mal gucken und Abendessen muss ich auch noch. Ja, man muss ja irgendwie jetzt bei Laune bleiben da, ne, wenn du einen langen Tag hast, daher geht weiter im Video. Nächster Morgen 6.30 Uhr. Ich putze jetzt gerade nochmal Scheiben, saug die Kabine nochmal einmal wieder aus, dass ich mich hier oben wieder wohlfühle. Und dann geht das gleich weiter. Wir machen hier bei uns hinterm Haus jetzt die ganz große Effektefläche oder 10,9. Und ja. Das heißt, ich kann mir jetzt schön Zeit lassen, weil die kommen ja alle hierher. Und ja, dann fahren wir hier an. Dann muss ich gleich auf der, wenn ich die erste Tour abgeladen habe, auf der Biogasanlage nochmal leer wiegen. Ich habe gestern nur 150 Liter Diesel gebraucht. Aber ich bin ja auch nur die kurzen Wege gefahren. Ach, jetzt hat er da den Wagen gestellt. Ah, wo schiebe ich denn das rückwärts den Hakenlift hin? Ah, dann kriegt er wohl hin, wa? Ja, auf jeden Fall putze ich meine Scheiben jetzt nochmal, dass ich, wenn die Sonne heute rauskommen sollte, richtig gut was sehe. Und wenn ich das dann alles gemacht habe und so, dann kuschel ich mich hier oben wieder in meine Kabine und schalte die Sitzheizung an. Junge, es sind 10 Grad draußen. Letzte Woche noch ein T-Shirt, kurze Hose rumgelaufen und jetzt ist man hier am Frieren. Ne? Geht gar nicht. Aber naja. Dann kriegen wir auch gleich noch den anderen Häcksler zu Gesicht da, den 990 mit dem Terratrag-Laufwerk. Der gleiche Häcksler wie Lampe in dem Vorort, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Ach, ich werde es nicht. Ich werde es im Schnitt sehen. So, guck mal, das hat die Top funktioniert. So, ich putze jetzt meine Scheiben und dann sehen wir uns. Ah, das ist jetzt alles ein bisschen anders gelaufen als geplant. Ich wollte eigentlich schön den Häcksler da, den Terratrack im Detail filmen. Ich bin immer der Häcksler und bin im Knirn auf meiner Waage. Guter Plan. So, da kommt Timmy. Daneben ist der Terratrack. Man sieht es jetzt kaum. So, und da hinten, das ist halt so die ganze Kolonne, mit der wir hier zugange sind. Also es sind einige. Da kommt Jendrik. Hinten. Reinhard fehlt noch, der soll wohl gleich kommen. Naja. So, ich muss jetzt erstmal eine Waage, weil wir sind hier gerade am Häcksler-Vergleich machen. Oh, dieses Funkgerät, ne? Also wir machen hier gerade den Häcksler-Vergleich, gucken, ob die Niersensoren ungefähr parallel sind. Dafür fahren wir jetzt hier auf unserer großen Fläche. Und wir proben dann halt die einzelnen Wagen und gucken, ob die, was die Messergebnisse der Häcksler sagen, ob die sich ungefähr decken, weißt du? Also nicht, dass die irgendwie so derbe auseinander driften. Und ja, ich musste jetzt gerade mal mit Martin an der Waage klären, wie er sich das vorstellt mit den Wagen. Also wir haben ja hier Nummer 2 und jetzt ist halt der Einzige, der von Gruppe 2 da ist, bin ich. Das heißt, irgendwer anders muss sein Schildchen in der Scheibe einmal drehen. Ja, wir haben da unten so ein Schildchen mit 1 und 2
Bei mir steht jetzt die 2 außen und ja, einer muss das halt drehen. Na, damit wir halt immer gleich viele Leute sind. Damit ein Häcksler nicht immer stehen bleiben muss und jeder ungefähr das gleiche häckselt. So Leute, hier ist jetzt der 89. Da hinten ist der 99 mit Terratrack. Ich krieg den die ganze Zeit nicht auf die Linse, das ist so nervig. Aber Leute, den letzten Tag, da fahren wir nur mit dem Häcksler, verspreche ich euch. Der kriegt nur vor der Linse. Also weil jetzt wieder ein bisschen schwierig. Oh meine Fresse, dieses Gelaber immer nur relevante Sachen über Funk, ist das so schwer. Wir machen hier jetzt nämlich gerade die Probe und ich fahre jetzt als nächstes halt da unter das Rohr. Ne, wenn Timmy hier vorne voll ist. Und ich merke mich dann später, wenn wir auf den richtigen Flächen weitermachen. Jetzt noch Drohnenaufnahmen wäre geil, aber mein Drohnenpilot, der liegt noch im Bett. Jo, also wir sind jetzt gerade dabei, den kleinen Haufen für uns zu Hause zu häckseln. Ne, das hier ist der Mais, also die andere Seite von der Fläche, wo ich das Thumbnail gemacht habe vom vorletzten Video mit 50 Tonnen Mais trotz Dürre, Fragezeichen. Also der sieht hier gar nicht so schlecht aus. Also der ist schön grün, Häcksler sagt, ja, so zwischen 40 und 45 Tonnen Ertrag, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Gerade weil hier ist er sandig hoch und hinten hin zum Graben hin wird es halt besser. Ne? Aber man sieht auch hier, ich meine, der Mais, der ist zwar ein bisschen heller und nicht ganz so dunkelgrün, aber steht trotzdem sehr gut. Hat einen schönen ordentlichen dicken Kolben. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, aber ich sehe es auf jeden Fall. Und das fahren wir zu Hause hin und zu Hause damit abkippen, ein kleines Abenteuer. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie gefilmt bekomme. So, das ist jetzt die Situation zu Hause. Der 300er Optum hat er gerade rückwärts drauf geschoben. Und Uli schiebt jetzt mit dem Xerion unseren Haufen dazu Gange. Ich habe hinten meinen Dreiachser Tridem. Ich weiß gar nicht, ob ich da gleich noch drauf komme. Das werden wir sehen. Ich halte meine Kamera dann entsprechend hin. Ich fahre jetzt erstmal gerade die Ecke, stelle mich da vorne passend hin. So. Ja, und dann warte ich gleich auf das Kommando, dass er mir sagt, zurückschieben. Hier, da steht der Fährbanale. Ja, und dann hoffen, dass ich den Haken durch beim Kippen nicht umschmeiße. Ups. Jetzt. Dein Wagen liegt eben schon eine Grippe, hast du gesehen, ne? Ist Sascha jetzt Erste oder ey? Also ich frag mal. Nee, ist nicht so. Er steht, okay, das heißt. Ist Sascha du erst oder ich?
Also rückwärts auf den Haufen schieben brauche ich nicht mehr. Ich kipp das jetzt einfach vorne an die Kante ab und fertig, weil sonst... Weiter nebenher oder hinterher? Sonst wird das... Nee, du musst hinterher fahren. Da ist eine Gram und das ist ein fremdes Stück. Du kannst bei Renzewahl auch fahren, aber dann musst du, kommst du trotzdem auf diese Straße hier. Hier auf dem Funk ist was los. Ich habe jedes Jahr nutzen mehr diese Funkfrequenz. Und was am meisten nervt, ist, wenn einer zwischendurch irgendwie meint, er muss seine Blasmusik hier irgendwie teilen über das Funkgerät. Also das ist am allernervigsten, ne? Also, boah. So, aber das hier, ne, das hier, guck mal, das ist richtig grüner Mais, ey. Richtig heftig. Der Häcksler hat irgendwie irgendwas von 31 PS gesagt oder so. Guck mal, wie grün das ist. Richtig heftig. Und das geht hier komplett durch. Ich habe gedacht, das ist hier ein bisschen schlechter. Also das war hier dieser Streifen hier, sei es mal so bis hierhin. Der war auch schlechter. Aber hier wurde es halt grün, ne? Also gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das ist die Sorte Vulpix von IG Pflanzenzucht. Also der steht gar nicht schlecht. Also Häcksler sagt auch irgendwie 45 Tonnen Ertrag. Und das trotz des nassen Jahres, was wir hatten. Finde ich gar nicht verkehrt. Ich muss mit Filmen jetzt auch vorsichtig sein. Ich habe nämlich nur noch 20% Akku in meiner GoPro. Ich habe die nämlich über Nacht auf dem Trecker vergessen und nicht geladen. Hasse mal bei dem Stress. Oder beziehungsweise gestern Abend dann halt einfach, ich wollte einfach nur noch ins Bett. Hab da einfach nicht dran gedacht. Aber naja. Also auf jeden Fall läuft das Häckseln jetzt hier. Das zu Hause da richtig wüst. Das ist eigentlich der kleine Haufen mit dem großen Wagen. Das ist immer schwierig mit dem Serien verdichten. Eigentlich musst du zu Hause, wenn du den Haufen da wirklich nicht vernünftig hinhaben willst, musst du irgendwie so ein kleines Schubkarrenrennen starten. Weißt du, schön mit Eurotrans. Ne? Und dann irgendwie ein 8-Reiher-Häcksler. Und dann weißt du, dass du kleine Fuder hast bei dem kleinen Haufen. Weil wenn ich jetzt meinen Dreiachser hier abkippe oder die schon ihren Bergmann oder Lina, also so 40, 45 Kubik, die kriegst du ja auf der kleinen Fläche schlecht verteilt und dann ist das mit dem Verdichten natürlich immer so eine Sache, weil wenn du dann auf einmal so einen halben Millimeter dicken Mais hast, dann kriegst du das halt nicht so gut verdichtet, wie wenn du immer nur so, was weiß ich, so eine 20 oder 30 Zentimeter Schicht hast. Und ja, ich meine, der Serien drückt auch genug, aber trotzdem besser wäre es, glaube ich, ja, mit kleineren Gespannen zu fahren und auf dem Silo dann halt auch irgendwie einen vernünftigen Trecker, der jetzt nicht zu leicht ist, aber auch nicht zu schwer und das dann vernünftig verdichtet zu bekommen. Weißt du, dann ist das auch nicht so eng. Früher haben wir das ja mit Eurotrans und dann oben drüber gezogen. Ja, und dann war da einer mit 150, 160 PS Schlepper am Walzen, das war perfekt. Und jetzt ist das ein ganz schöner Krampf. Du musst sehen, dass du mit dem großen Wagen da irgendwie auf dem Hof rumgetummelt kommst. Und dann hast du auf dem Haufen den Serion und dann unten drunter, wenn wir die Plane liegen haben, dann rutscht der Mais ein bisschen auf der Plane noch auseinander, wobei das eigentlich geht. Also es hat ja jetzt, Fallan hat die Plane da heute Morgen hingelegt und es hat ja dann Gott sei Dank nicht geregnet. Ansonsten, wenn wir da jetzt so eine Schicht Wasser drauf hätten, dann würde das rutschen wie auf Eis, das wäre richtig scheiße, ne? Aber du, es geht so. Ja, hier, wir hätten hier noch einmal eine zweite Herbizidmaßnahme machen sollen. Also man sieht, es wächst hier von unten ziemlich grün durch. Ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, dann würde der Mais noch geiler stehen, noch ein bisschen höher. Aber ansonsten guckt ihr den mal an. Das ist grüne Pflanze, die hat ordentlich dicken Kolben. Wäre gar nicht schlecht. Also das ist der Masten. Und hier haben sie so eine Leitung nachträglich durchgezogen und die hängt ganz schön tief. Ne? Also dazwischen, okay, das geht eigentlich. Jetzt sein Rohr jetzt runtergemacht, aber wenn das höher macht, ne, dann ist da nicht mehr viel Platz. Auf der anderen Seite hängt das noch tiefer. Also da muss man irgendwann schön gucken, dass er da runterher kommt. Ja, aber das ist auf jeden Fall aktuell die Lage. Wie viel Prozent Akku habe ich denn jetzt noch in meinem Ding hier? 18%, ach du Scheiße, ja dann. Ah, dann melde ich mich heute nur noch, wenn es wirklich relevant ist. Morgen, dritter Tag. Und dann haben wir es fast auf dieser Anlage. Und dann geht es nächste Woche weiter auf der anderen. Hoa, Leute, das ist ein Häufchen. Da komme ich mit dem Triolit gar nicht oben ran. Ich glaube, so einen großen Haufen hatten wir zu Hause noch nie. Aber du. Aber was hat er? Er kriegt sein Dings gar nicht hoch. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Okay, dann mal gerade hingucken. Yo, beim Serion ist vorne am Hubwerk ein Schlauch kaputt gegangen.
Aber das ist nichts Wildes, das kann man eben gleich ganz schnell wieder fixen. Also vom Lohner ist schon der Werkstattbulli unterwegs mit dem neuen Schlauch. Machen Sie den auf der anderen Seite gleich auch neu, dass ja heute nichts mehr passieren kann. Und da läuft das gleich wieder. Ich fahre jetzt zur nächsten Fläche und dann halt weiter zur Biogasanlage. Und ja, mein GoPro-Akku ist auch gleich alle. Also ich habe jetzt noch 16%. Ne? Ah ja. Ich melde mich später. Es ist Mittwochmorgen. Was geht da ab? Wir haben da gestern die Straße gesperrt. Hier steht ein LKW und blitzt. Ha. Ja, das hier ist auf jeden Fall unser kleiner Silohaufen. Also der ist ganz schön hoch. Also Papa meinte, der hätte mal noch einen Meter breiter machen können. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Da kann ich hier nämlich vernünftig mit dem Trecker durchfahren. Fahre nicht auf den Haufen drauf und so. Also der ist jetzt richtig hoch. Ich meine, der sackt jetzt nochmal zusammen irgendwie. Ich würde mal sagen, so einen halben Meter oder so sagt ihr auf jeden Fall noch. Aber ja, gestern haben Mama und Papa da noch die Folie drüber gezogen, während ich dann auf der Biogasanlage weitergefahren habe. Da steht mein Geschiebe. Und dann fahren wir jetzt auch weiter. Also das ist jetzt heute auf der Biogasanlage auf dieser der letzte Tag. Wir müssen also in den Silo gehen, ist eben noch so 30, 40 Hektar rein. Laut Walzfahrer, oh, hier sieht mich gar nicht vor, laut Dunkelheit. Und die fahren wir jetzt rein, da kommt jetzt auch noch ein zweiter Häcksler. Für ein paar Flächen. Und dann mal gucken, Alter. Oh, ich bin noch so überfressen von gestern und deswegen ist mir auch noch ein bisschen abelig. Gestern zum Abendessen gab es Grieche, Junge, war richtig geil. Schmeckt ja, also Grieche liebe ich ja, aber ich habe mich so überfressen, ey. Trage nur noch mit Handy aufs Klo. Die Frau hat also die Freundin. So. Licht an. Ne? Aber Lichtsensor, irgendeine Lampe kaputt. Irgendeine Lampe später mal gucken, wenn wir fertig sind. So, machen wir den schon mal auf Dark-Modus wieder. So. Ja, wie später war es jetzt eigentlich? 5:30, 7. So, meine Fresse. Ja, Trecker ist gestern ganz sauber geblieben, leichte Schnipsel sind drauf, ich wasche den jetzt nicht über. Aber ich sauge jetzt noch einmal meine Kabine hier wieder aus, dass ich mich ein bisschen wohlfühle. Und dann geht's ab zur Fläche. Ne? Das ist so der Plan. Ich bin immer noch ein bisschen müde, ich bin noch spät ins Bett gekommen, gestern lange Bier getrunken, also länger als vorgestern und dann heute wieder um die gleiche Zeit raus. Also ups. Ach egal. Ein bisschen verklüngelt, aber ein bisschen länger Bier getrunken als sonst, aber komm. So, ich drehe hier jetzt, saug meine Kabine aus und dann geht's ab. So. Ja, die ersten 5 Hektar sind schon wieder gefallen da, die eine Fläche. Jetzt stehe ich hier auf einer Fläche von uns, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Also angehäckselt ist hier schon. Da muss der Häcksler gleich hin. Und ja, ich warte jetzt gerade auf den Häcksler. Ich habe ihn gefragt. Ja, boah, ich brauche da nicht mehr hin, hat er gesagt. Aber eigentlich soll das drauf passen, ja. Egal, auf jeden Fall warte ich hier jetzt. Und das hier ist der Mais ohne Kolben. Oder mit kleinem Kolben, weißt du? Den wir uns in der AKF da angeguckt haben. Ne? Man sieht auch, der muss weg. Oben die Spitzen und so, die brechen überall ab. Das liegt aber nicht am Zinsler. Ist ein Kaffee, Alter. Sondern weil der halt einfach schon zu lange steht, ne? Jetzt ist Frühstück da, scheiße, dann wäre ich mal lieber an der Anlage stehen geblieben. Kacke, eigentlich kann ich jetzt schon Brötchen essen können, aber naja. Aber das liegt nicht am Zinsler, der steht halt einfach zu lange und bricht halt ab. Das sind halt auch lange, dünne Stängel. Also, ne? Ist halt so. Sieht geil aus da, ne? Ja, Kolben hängen auch runter. Wenn man jetzt hier mal guckt, was der Häcksler. Ich weiß aber nicht, wie weit sie sind. Wenn man hier jetzt guckt. Kolben, die fallen jetzt nicht ab. Also, das ist schon mal gut. Christian, wie weit seid ihr da auf der Fläche? Ah ja. Da
ist auf jeden Fall gerade die aktuelle Lage. Ich war jetzt hier auf dem Häcksler. Und dann, dann geht es hier gleich weiter. Und ich weiß nicht, dann im Laufe des Tages wird der zweite Häcksler verschwinden, dann fahren wir nur noch mit einem und dann kriege ich vielleicht den Terra-Truck noch vor die Linse. Das wäre ganz gut, weil ihr wollt ihn ja sicherlich sehen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so viel vom Häcksler an sich gefilmt, kann das sein? Wieso rutscht er nicht weiter aus? Was ist das denn für eine Gurkenreichung wieder mit dir hier? Auf jeden Fall ist der Mais hier grün so, also schöner Mais. Ja, da vorne wird gerade angehäckselt. Da ist ein Grasweg so. Häckseln halt. Ich mache meine Kamera gleich mal, wenn ich gleich nicht unterm Rohr bin, dann mache ich meine Kamera mal hier hinten an den Griff dran, so wie beim Roggenhäckseln, dass man ein bisschen was vom Häcksler sieht und so. Weil die Scheibe ein bisschen schmierig ist, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Ah, wobei geht. Geht, gibt Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall nehmen wir hier jetzt da noch so ein paar Fisselstücken weg. Und dann mal gucken, ob der zweite Häcksler da noch da bleibt oder dann so langsam verschwindet. Mal gucken. Wir werden sehen, wir Haufen ist gleich voll. Wir können gleich auch mal wieder im Haufen filmen. Also wir haben ja letzten, also wir haben ja Montag angefangen, heute ist Mittwoch. Also das, da haben wir richtig schnell was zusammengefahren. So. Einmal Kabine von oben, Haube und so, Kotflügel, ja auch, Holz nicht weg. Die habe ich heute Morgen vergriffen, den kleinen Akku reingemacht, deswegen hat er nicht ganz so viel Bums. Bisschen angetrocknet, auch von gestern. Gestern hat es nämlich drauf geregnet und dann habe ich es nicht sauber gemacht, weil ich wollte ja nicht nass werden. Muss ich da wohl noch mit dem Dings bei, mit dem Motorreiniger. So,
Das ist das Häufchen. Hier haben wir Montag angefangen. Der Nieser kommt doch nicht, oder Wetter. Und hier sind wir jetzt. Und dann packen wir jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, noch ein paar Hektar rein, irgendwie 30, 40 Hektar oder so. Hier schön mit zwei Serions, das geht hier richtig vorwärts. Das kriegen wir, denke ich, heute fertig. Und heute gegen späteren Nachmittag oder was, ist dann Haufen abdecken angesagt, ne? Bisschen Arbeit, aber es gehört dazu. So Leute, ich hab's geschafft. Da ist er, der 99 mit Ketten, Terratrack-Dings, wie man das auch nennt. Ne? Warte hier, das, da gibt's jetzt erstmal eine schöne Poser-Szene vor. Schön. So, da dreht er jetzt schön. Rückers Jendrik hat richtig Bock. Land wie den MV hier.
nur die nächste Fläche. Der Mais ist ziemlich trocken. Und der Häcksler schafft richtig was weg. Also wir schrubben hier mit 9 km/h, schrubben wir hier gerade rüber. Geht richtig vorwärts. Zu Erträgen kann ich noch nichts sagen. Das ja. Wiegen wir halt hinterher, werden wir halt hinterher an der Waage alles aus. Und ja. Aber TS-Werte sind halt auch stark unterschiedlich. Also wir haben teilweise Flächen, die unheimlich trocken sind mit über 40% TS. Irgendwie so. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, hatten wir schon. Muss ich gleich nochmal in der Gruppe gucken, aber irgendwie so 42, 43, teilweise auch 45% TS hatten wir. Wir hatten aber auch schon Flächen, wo wir knapp über 30 waren, eben mit 31,6% TS oder 32, also haben wir zwischendrin auch mal. Das sind dann aber auch Flächen, die sowieso ein bisschen tiefer sind, also von daher, also so schlimm sieht die Maisernte dieses Jahr auch gar nicht aus, finde ich. Also dafür, dass der Sommer so trocken war, sieht es eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Aber du, schlimmer geht immer. Man muss ja auch mal positiv sehen. Alle sagen immer, wie schlecht alles ist. Alle sind immer am Motzen. Ich sage jetzt mal, dass es, wie schön es dies hier ist. Also es ist jetzt nicht optimal, aber es ist jetzt auch nicht richtig schlimm. So, da haben wir es. Ich habe den Oberlenker abgebaut und da ist eine Kette mit dem Hydraulikzylinder drin, wenn du dann schwere Container aufsattelst, dass du dann halt quasi, dass du den Trecker hinten nicht hochhebst. Nee, stimmt gar nicht. Das ist Verriegelung. 5, 6 ist Verriegelung und 7, 8 ist das, was ich gerade erklärt habe. 9 und 10 ist das externe Steuergerät, worüber ich eigentlich das Netz oben habe, aber das funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwo ein Hydraulikhahn zu ist oder so, oder ob das da, wo ich es eingestöpselt habe, doch nicht das ist, aber eigentlich, ich habe hier eine Tabelle, wo alles draufsteht, beziehungsweise irgendwie auch nicht, also die wichtigsten Informationen stehen drin, aber die Details auch nicht, wie beispielsweise das Licht hinten angeht oder so, das musste ich auch ausprobieren und so. 11, 12 ist Knickdeichsel, 13, 14 ist Fahrwerk und wenn ich dann auf die zweite Ebene will, hier mit 15, 16, 17 und so weiter, drücke ich Start 2, dann bin ich in der zweiten Ebene und dann ist 1 halt 15, 2 halt 16 und so weiter und habe dafür dann die entsprechenden Funktionen, also die dann Licht an und aus sind, was haben wir noch, Liftachse und ja, Fahrwerk hoch und runter, nee, Fahrwerk hoch und runter ist 13, 14, also auch noch in der ersten Ebene. Ja, also das sind so erstmal so die Funktionen von dem Ding und keine Ahnung, vielleicht, wir haben den Hakenlift ja für einen längeren Zeitraum gemietet, weil wir ja für die Biogasanlage oder an unserer Biogasanlage für andere Leute Körner meist trocknen, dann muss ja öfter mal Trocknungscontainer von links nach rechts fahren und kippen und umstellen und so weiter und so fort. Also da wird es auf jeden Fall noch ein Video geben, wo ich den Hakenlift einmal genauer zeige und ja, halt einmal ein bisschen darüber quatsche, wie das so funktioniert da mit dem Hakenlift und so weiter. Jo! Ich stelle jetzt zur Anlage, da sind wir auch in den letzten Zügen. Die Fläche, die wir da gerade häckseln, das ist die letzte Fläche. Und nochmal Funkgerät auf, wenn ich das will. Ja, jetzt fängt das natürlich wieder an zu rauschen, hier ist ja spitze. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt die letzte Fläche, die wir da hinhäckseln. Und danach wird Silo auf uns zugedeckt.
Moin Leute, es ist Freitagmorgen. Der Silo auf der Silos ist fertig und zugedeckt. Ich bin jetzt mit dem Solo mit dem Hakenlift unterwegs. Und hol jetzt unsere Trocknungscontainer von einem Holzhandel wieder, weil wir jetzt Körnermais trocknen für einen Händler. Ne? Und deswegen, dafür haben wir auch den Hakenlift und so. Ja, das war auf jeden Fall die erste Charge Häcksel. Die zweite folgt nächste Woche. Dienstag geht es auf der anderen Anlage los. Und da fühle ich mich halt wieder. Da bin ich auch wieder mit dem Spanni unterwegs. Dann sind wir da auch wieder einen anderen Häcksler. Und Hakenlift hier ist so beim Seil und beim Containerfahren und so, das wird, denke ich, am Wochenende ein bisschen passieren und geschehen. Da mache ich dann ein extra Video von, da stelle ich den Hakenlift nochmal speziell auch nochmal vor, wie der funktioniert und so weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wer es noch nicht getan hat, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Entweder zweite Maishexen-Video oder Hakenlift-Video, eins von beiden.